nicht gesagt wird. Also irgendwie, weiß ich nicht, das ist jetzt auch nicht so mein krassen Geschmack. Erst habe ich irgendwie so gedacht, wow, schmeckt eigentlich nicht schlecht, hat irgendwie so nach ein bisschen so wie Erdbeer geschmeckt, aber jetzt irgendwie schmeckt total nach Zucker, deswegen von mir eine 6 von 10. Ja, so gehen wir, machen wir weiter im Text. Rocky Road kenne ich auch überhaupt nicht. Was ist das? Rocky Road, Handmade Milk Chocolate contain Marshmallow with Cashews. Sprachen lernen, Bubble. Also sowas, okay, das kenne ich irgendwo her. Aber der Name sagt mir bei immer. Muss schon mal in Kamera anzeigen, ne? Ja. Ja, also sowas. Sieht aus. Sowas kenne ich, wie heißt das? Kenne ich auch zwei irgendwo her? Weil ich schon mit Marshmallow. Marshmallow drauf und schon noch Marshmallow. Und die Schokolade von innen drin ist, hat eine Art Marshmallow drin. Ah ja, jetzt siehst du mich auch. Ich würde es mal ganz kurz. Ja. So sieht es also innen drin aus. Also Leute, wenn es so gleich schmeckt, wie ich es mir denke. Weil ich habe sowas auch schon mal gegessen, so in der Art. Gucken, wie es schmeckt. Das erinnert mich an Morgenköpfe. Ja. Es ist fast wie Morgenköpfe, nur dass es in einer anderen Form gepresst ist. Ja. Und das ist nichts Spezielles, Leute. Nichts Spezielles. Nur einen anderen Essert, dann einfach nur einen anderen Namen. Das ist nicht überhaupt nicht mein Geschmack, aber. Du machst kein Dings, keine Morgenköpfe. Naja, es geht so, ist jetzt nicht mein Lieblingsding, aber Digga, das da, ich weiß nicht, also irgendwie schmeckt mir das nicht so. Welche Bewertung? 3 von 10. Und ich muss sagen, ich mag auch Morgenköpfe und ich mag auch Marshmallow und Schokolade. Also ich mag da jetzt nichts von Marshmallow, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja, und ich würde vielleicht geben dann eine glatte 5 von 10. 5 von 10? Ja. Also die Hälfte würde ich auf jeden Fall geben, Leute. Ist auch nicht nur hat man Geschmack, aber man kann es halt essen. Man kann es essen, aber man muss nicht. Also ich finde es nicht prickelnd. Muss ich wirklich sagen, es ist nicht prickelnd. So. Was hast du denn da? Oh. Taffy Toffee. Ja. Also das da haben wir als nächstes. Ein Taffy Toffy. Banana. Okay. Adolf Flores. Naja, gut. Mal schauen. Ich stehe drauf. Oh, Richard! Produkt auf Mexiko. Wie scheiße, ey, mal guckt, ey. Ach du Scheiße, doch, stimmt wirklich. Anscheinend, Leute, kommt es wirklich irgendwo aus Mexiko. Hätte ich ganz auf gar nicht gedacht. Weil sowas habe ich noch in Mexiko noch nie gesehen. Also Richard kommt aus Mexiko, deswegen. Ja. Vielleicht hat man ja gedacht, er kennt das von seiner Kindheit oder so. Das war's. Nee, das sowas hat noch nie in meiner Kindheit noch nicht gesehen. Noch nie, Leute, also machen wir das mal kurz auf. Schön, dass es gelb ist. Ja, da steht auch Banana drauf, ja. Also, das ist eine lange Stange, Leute. So eine Art. Lange Stange. Zeichen mal her, ich will es mal zeichnen. Also sieht es aus. Man riecht es schon von der Entfernung schon her, dass es wirklich nach Banane riecht. Definitiv nach Banane. Banane? Also die Konsistenz ist auch wieder so mau-am, finde ich. Ja. Gucken, wie das schmeckt. Banane ist jetzt nicht mein Lieblingsgeschmack, aber mal gucken. Nee, oder? Erinnert mich auch wieder an Haribo, an die Bananen. Ja. So vom Geschmack her. Haribo Bananen. Ja. Ja. Machen wir mal ganz essen. Also ist auch nichts Spezielles. Was sagst du dazu? 3 von 10 Dinge. 3 von 10? Naja, so schlecht ist es nicht. Also besser als das Toffee-Gedöns ist es auf jeden Fall. Ich sag dazu 5 von 10. Ja. Ich muss mir nochmal ernsthaft hart zugreifen, weil das einfach nicht mein Geschmack ist. Ich bin einfach nicht der Bananentyp, Leute, muss ich jetzt auf klar sagen. Ja, ich auch nicht, aber ich muss dazu sagen, es hat einen Bananengeschmack. Man kann sich das in einer Überraschungsbox nicht aussuchen. Und dafür, dass es nach Banane schmecken soll, ist es eigentlich gut. Ja.
Ich kann mich jetzt nicht beschweren. Ja. Okay. Wir haben hier Airheads. Airheads haben wir Leute da. Sind auch Airheads, das ist so eine Art Gummibärchen. Aber das sind wirklich Gummibärchen, Leute. Nicht wie die anderen mal, wo wir euch gezeigt haben. Das sind Luftballons. Ja. So sehen die aus. So, das erinnert mich wirklich an eine Haribo, muss ich doch sagen. Oder Marcel? Oder Marcel? Steht da dabei. Und es steht nämlich drauf, dass da einfach solche Accessoires für diese Gummibärchen eben dabei sind, so wie diese Schleife hier. Ja. Und da kann man die hier platzieren. Das ist ja irgendwie an sich eine ziemlich coole Idee. Ich weiß, ja. Das wird wohl mal kurz getestet. Okay, jetzt muss ich sagen, Leute, das sieht wirklich lustig aus, muss ich also das ist irgendwie schon ganz knuffig gemacht. Ja, jetzt hat das mal getestet. Die Idee ist auf jeden Fall schon mal interessant. Ja. Jetzt mal gucken, wieso der Test ausfällt. Also die Grüne schmeckt echt ein bisschen. Nach was? Meine Apfel, oder? Jetzt weiß ich, warum mir das nicht schmeckt. Watermelon. Ich mag keine Wassermelone. Ah ja, okay. Okay. Ja, Leute, ich muss mal ganz verzeihen, es ist genauso wie Gummibärchen. Ja, schmeckt aber echt gut. Ja, schmeckt übelst gut. Okay, das überzeugt mich auch ein bisschen vom Geschmack her. Hat mich wirklich... Da ist doch noch eins. Genau, ja, Leute, ich probiere mal noch das. Das hast du ein White Mystery gehabt. Oh. Muss schon mal schmeckt denn das? Oh, Mystery. Schmeckt das? Das schmeckt gut. Aber ich kann den Geschmack nicht erkennen. Ich habe Blueberry. Auch gut. Also, ich gebe auch eine glatte 10 von 10. Schon allein für die Idee würde ich eine 10 von 10 geben. Mhm. Das haben wir auf jeden Fall eine interessante Idee. Mhm. Nein, doch. Oh, ich komme bei nächsten Sweet Tart Tats oder keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Das sind diese Schabere. Und zwar den Geschmack von Cherry und Cherry Punch. Also irgendwie hat sie das schon nice an, weil ich mag halt Cherry, also ich mag Kirsch gerne. Aber ja. Das hat sie auf jeden Fall richtig. Anscheinend soll es soft und cremig sein. Da bin ich mal gespannt. Weil da steht ja drauf, soft und Jamie, kann ich nicht, Jamie, keine Ahnung, was, JY, keine Ahnung, was das sein soll. Ich packe das mal kurz aus, Leute. Ich bin auch mal sehr gespannt, wie das jetzt schmeckt. Nimm doch. Also sehen die aus. Ja. Also, mal gucken. Ja, Kirsch halt. Aber so was sind auch sehr oft Haribo. Der Dings verkauft. Kennt ihr nicht bei den. Ich weiß schon mal, wie es ist beim Freibad irgendwo. Gibt es auch so eine Art Kiosk. Und das wird auch in so einer Art, wenn sie auch sowas verkauft. Ich kenne es ja vom Bäcker, aber gut. Ne, bei uns nur beim Schwimmen, beim freien Bad. Auf Freibad gibt es ein Kiosk und da wird auch so wie ich sagen, auch verkauft. Nein, doch. Ja, cool. Also ich kenne es halt erst von meiner Kindheit, dass ich mit dem Opa immer dann im Bäcker bin und dann haben wir immer so Stangen gekauft. Aber ich finde irgendwie dieser Chai-Geschmack kommt jetzt halt so krass raus. Ja. Deswegen 7 von 10. Ja, genau. Ich sage ja auch nicht 7 von 10. Also nicht, okay, Leute. Also da, Leute, wir haben hier wieder ein Produkt von Warheads. Das andere Produkt, wo wir schon mal probiert haben. Lil Worms. Sprachenlernen Bubble. Also so welche Würmer halt.
Und bin mal gespannt, ob das wirklich ein bisschen noch saurer ist als das andere. Es sind auch saure Würmer. Ja, anscheinend ja. Verstehe ich jetzt. Ja, es sind saure Würmer. Ich bin gespannt, ob es wirklich komplett das sauer ist. Safe aus USA, oder? Ja, aber. Kennt man sogar. Ja, made in USA, was habe ich gesagt? Ja, Warheads kommt auch zu USA, also, Leute. Das ist es auf jeden Fall nochmal. Warheads kommt hauptsächlich aus USA. Also, sowas wird in Deutschland gar nicht produziert. Orange, also. Das sind auf jeden Fall die Bücher. Welcher der ist sauer? Das kenne ich gar nicht so krass irgendwie, dass ich jetzt hier im Lande Orange irgendwie kaufen kann. Das kenne ich jetzt gar nicht so. Nice. Und da ja. Finde ich eigentlich ziemlich geil. Ist auch nicht so krass sauer jetzt, weil ich mag es auch gar nicht so krass sauer. Aber Leute, von Warheads gibt es wirklich noch saurere Sachen als das. Weil, ja. Nächste Mal Verwertung. Verwertung. Aber ich vergesse es mal, Leute. Und so, dann gebe ich auf jeden Fall eine Platte 9 von 10, was sagst du? Und dafür, dass es ein Zauber ist, so wirklich. Aber dafür, dass ich es mag, auch 9 von 10 eigentlich so. Ja. So. Vorletztes Produkt, Leute.